Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es heißt, es geht hier weiter in Tales of Symphonia. Und nachdem wir im letzten Part den Elementargeist Varius getroffen haben, wollen wir nun im Wald von Iselia, dem dritten Schattentänzer, einen Besuch abstatten, über dem ich mich auch freue, dass er überhaupt hier ist, weil ich weiß immer noch nicht, wann wir den zweiten besiegt haben. Ich habe nur die Folge gefunden, wo wir leider keine Chance gegen ihn hatten, und dann habe ich die Folge nicht mehr gefunden, wo wir ihn besiegt haben, aber müssen wir anscheinend gemacht haben, weil sonst wäre Stufe 3 nicht hier. Ich habe schon ein wenig Muffensausen. Gut, wir wollen unser Team auf jeden Fall optimal daran anpassen. Wir nehmen, glaube ich, die kleine Prisea mal raus und hauen den Genus dafür rein und dann noch Sheena mit ihren Elementargeistern und ihrem schnellen Kampfstil und Rain als Heilerin, Genus als Magier und wir selbst als Lloyd. Also sollte ganz gut passen. Eventuellerweise geben wir uns vorher schon das ein oder andere Item, wollen hier unsere TP wieder auffrischen und dann nehmen wir noch das ein oder andere Apfelgel und dann hoffe ich einfach, dass wir siegreich sein werden, denn der hat es auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren, aber mit Level 70 sollte das doch ganz gut machbar sein. Ihr seid also gekommen, ihr Krieger. Ich habe alles zurückgewonnen, was ich einst verloren hatte. Kämpft! Nein! Doch, los geht's! Alles war für diesen Augenblick. Und jetzt geht die Post ab. Er hat Flügel dazu bekommen. Diese mächtige Kreatur. Flucht ist nicht möglich, alter Falter. Wir setzen ein, einfach mal, Momentchen mal, genau, ein magisches Auge, wollen uns seine KP ansehen. 99.999, hier einmal mit Tempest drüber fliegen und wir machen nicht gerade viel Schaden, aber ich hoffe darauf, dass Genus seine neu gewonnene Zauberattacke Meteor Storm einsetzen wird. Er setzt Ground Dasher ein und wir befanden uns genau drauf. Rain und Sheena sind schon tot. Genus, möchtest du eventuellerweise einmal ein Wasser des Lebens auf deine große Schwester, die nicht tot ist? Was? Achso, Sheena hat sie wiederbelebt. Gut, dann wollen wir hier dem dicken, fetten Koloss einmal auf den Boden zwingen. Hier ganz schnell wieder zurück. Oh nein, er macht irgendeine Blitzattacke auf Sheena. Nein, nicht Sparkwave. Sheena, halte durch. Du musst es überleben, denn wir werden dich jetzt mit einem Michtgel wäre Verschwendung, mit einem Zitrusgel beglücken, dass dir hoffentlich wieder das ein oder andere Fünkchen an Lebensenergie zurück einflößen sollte. So, und dann hauen wir weiter drauf. Wie viele haben wir denn mittlerweile schon? Nicht mal 10.000, also nicht mal ein Zehntel seiner Lebensenergie haben wir vernichten können. Oh, wow, wow, dann wird noch einiges auf uns warten. Aber eventuellerweise könnten wir das in diesem Part ja auch noch abschließen. Sheena soll bitte mal ein Zitrusgel auf uns schmeißen, während wir weiter unsere Klingen auf den Schwerttänzer hier niederprasseln lassen. Oder wie hieß er denn jetzt nochmal? Steht gar kein Name dran, unbekannt. Aber er war ja ein Schwerttänzer. Oh nein, Sheena und Genus haben beide den Löffel abgegeben. Flamelance auf uns. Wir sehen es oben schon. Es kommt auf uns zu. Dann soll Rain mal bitte ein Wasser des Lebens auf Sheena einsetzen. Nein, nein. Oh, Guardian, nochmal im letzten Moment einsetzen können. Das hat dann doch den ein oder anderen Schadenspunkt abwenden können. Nein, wir sind verwirrt. Hilfe, Lloyd. Mach was. Geh einfach weg und... Da wurde Genus gerade wieder belebt. Bedeutet, wir wollen einfach nur ein Apfelgel auf ihn noch schmeißen, damit er hier nicht mit null Lebenspunkten rumdümpeln muss. Alter Falter. Okay, Rain war auch schon mit Resurrection dran. Aber gut, nein, nicht Grave, nicht Grave. So, einmal hier wieder ausgewichen. Haben wir immerhin gleich schon 20.000 Schadenspunkte reinsemmeln können. Ein gutes Fünftel ist doch immerhin ein guter Anfang. Und wir stehen noch... Haben aber auch schon das ein oder andere Wasser des Lebens leider verschwenden müssen. Wenn die Sheena jetzt so nett wäre, uns ein Ananasgel einmal hier hinzuschmeißen, setzen wir einfach Rising Falcon ein und stehen nun hinter ihm. Hoffentlich vorerst sicher. So, da haben wir wieder ordentlich etwas Schaden reindrücken können. Oh, und gleich schon 30.000. Es läppert sich. Es geht doch jetzt schneller voran. Aber...
Wenn ich das Ganze richtig in Erinnerung habe, dann war es das natürlich noch lange nicht gewesen, denn der fiese kleine Stinker... Ah ja, wir haben ja Genius wieder dabei. Können wir wieder Fiery Beast einsetzen? Der kleine Stinker wird natürlich auch, ja, je weiter wir ihm Schaden reindrücken, stärker im Verlaufe des Kampfes und wird dann irgendwann erbarmungslos Attacken auf uns niederprasseln lassen. Aber so weit sind wir noch gar nicht gekommen, deswegen müssen wir uns da auch noch keine Gedanken drüber machen. So, wir wurden hier erstmal wiederbelebt. Willkommen jetzt auch gleich wieder eine nette Heilung dank Nurse. Müsste nur so lange hier überleben. Und dann möchte ich doch schon mal ganz rasch die Unisono-Attacken anpassen. Wir haben Beast dort. Okay, Eruption ist auch dort, alles klar. Bei der nächsten Unisono-Attacke geht die Party ab. So, hier hauen wir erstmal weiter drauf. Er setzt Ground-Dächer ein. Wir sollten uns nicht im Angriffsradius dieser magischen Attacke befinden und hauen einfach weiter drauf los. Ich glaube, Indignation ist auf uns gerichtet. Nee, doch nicht. Okay. Alles klar, kein Problem für uns. Wir haben trotzdem Level abgegeben. Warum eigentlich auch nicht? Wasser des Lebens, eventuellerweise erst einmal auf uns. Soll er hier weiter von uns abgelenkt werden? Ja, okay, die anderen haben gerade keine Hand frei. Wollen wir das übernehmen? Rain wiederbeleben und dann bitte ganz schnell einfach nur noch weg hier. Voll getroffen und durchlöchert von diesem kleinen spitzen Steinchen. Was wollte ich eigentlich hier? Ich glaube, ein Mich-Gel wäre ganz angebracht. Schön. Oh ja, und Genius setzt Meteor Storm ein. Nicht schlecht. Wir haben trotzdem leider gerade den Löffel abgegeben. Deswegen musste ich hier kurz pausieren. So, wir leben wieder. Meteor Storm haut auf jeden Fall ordentlich rein. 1300 pro getroffener Meteorit. Alle sind gerade beschäftigt. Ja. Dann soll eventuellerweise... Ne, Rain ist wichtig, die wird heilen. Was hat China denn gerade vor? Genius macht auf jeden Fall Schaden. Ja, wir können uns auch leider nicht selber Wasser des Lebens verabreichen, weswegen das dann auch einfach die China machen soll. Flamelands auf uns, auf wen sonst, aber mittels Guardian konnten wir den größten Schaden erstmal verhindern. Ist auf jeden Fall bedingt wichtig, dass man die Nutzung von Guardian im richtigen Moment beherrscht, damit man hier nicht ganz so schnell den Löffel abgibt, weil sonst sind die Wasser des Lebens schneller aufgefressen, als man gucken kann. Gut, sie wird hoffentlich gleich Resurrection einsetzen, beziehungsweise hat China das schon erledigt und ihn als Zombie wieder hier wandeln lassen. Verdammt, ich dachte, wir kommen noch raus. So, geh mal weg hier. Wollen wir erstmal Hunting Beast einsetzen? Nein, wir sind mitten im Radius und konnten auch leider kein Guardian mehr einsetzen in dieser kurzen Zeitspanne. Mensch, Mensch, Mensch. Wie viel hat der denn noch? Ja, sorry, genau. Die Hälfte. Die Hälfte haben wir. Nicht schlecht. Bedeutet aber, dass er jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen stärker sein sollte. Wasser des Lebens auf Rain ganz rasch einmal gewirkt. China soll dann das bitte abbrechen, was sie macht, weil sie will bestimmt gerade Rain wiederbeleben. Nein, oh Mann, ich denke. Und dann hier ganz schnell einmal ein Item ausgepackt, und zwar ein mächtiges Citrogel, Citrusgel, das wir hier auf den Kämpferleut einfach schmeißen wollen. Nein, alter Falter, warum steht die Rain auch so nah da dran? Ich muss ja irgendwie sagen, dass sie dort weglaufen soll. Die Rain frisst gerade die ganzen Wasser des Lebens. Nein, Eruption, nein, nein. Können wir noch irgendwas reißen hier? Wow, und er hat Cyclone eingesetzt. Eine mächtige Windattacke, wie wir gesehen haben. Die hat auch gut Schaden machen können. Oh, 35 nur noch. Gleich hat er nur noch ein Drittel und dann wird er richtig heftig, falls er denn dazu kommen sollte. Wir wollen einfach schon mal dem entgegenwirken und uns ein Apfelgel verabreichen. Healing Circle. Boah, boah, tut das gut. So, wollen wir hier nochmal Psy-Tempest einsetzen. Mann, wenn der einmal hier richtig loslegt, der fiese Stinker, dann tut das weh. So, und jetzt haben wir ihn schon unter einem Drittel. Eruption, ja, ja, ja. Er wird auf jeden Fall jetzt schneller anfangen zu zaubern und wird auch die ganze Zeit auf uns Attacken wirken. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Gut. Aber wenn wir hier natürlich erbarmungslos die ganze Zeit unsere Attacken auf ihn niederprasseln lassen, so dass er gar nicht zu einem Angriff kommen sollte, wäre das natürlich sehr zuvorkommend. Wir brauchen ein Ananas-Gel und die Schiene auch. Dann soll er erst einmal die Schiene bekommen. Wir können noch einen Moment verharren. Oh, er ist verwirrt.
Wollen wir die Gunst nutzen, uns ein Ananas-Gel geben und direkt hinterherlaufen und die Unison-Attacke, wow, ist auch gleich schon gefüllt. So, hier erstmal auf dem Boden soll er sich legen. Genus wird wiederbelebt. Nein, der guckt doch auf uns. Der guckt uns an, oder? Indignation und einmal weg hier. Sehr schön. Keiner befindet sich gerade im Anten. Genus wird voll getroffen und in einem Rutsch vernichtet. Rain hat vorher schon gezaubert, bedeutet, es ist ein Heilungszauber. Wollen wir hier einfach ein Wasser des Lebens einmal liegen lassen? Er setzt Eruption ein, wir werden dies aber verhindern und hauen jetzt hier die ein oder andere Attacke rein und wollen hoffentlich auch eine Unisono-Verbund-Attacke wirken. Und zwar Fiery Beast. Och, jetzt komm, sag mir nicht, das geht nicht mit unserem Beast, das wir gerade haben. Hä? Eruption? Wenn das jetzt mit Hunting Beast nicht geht, sondern nur mit dem normalen Beast, dann wäre das echt lame. Ja, ach egal. Der ist eh gleich Geschichte. 18.000 hat er noch. Sollten wir doch gebacken bekommen. Einmal, oh, warum ist die dann tot? Ein Wasser des Lebens auf die Rain. Und die steht mir hier definitiv zu nah an dem Gegner dran. Wir locken ihn einfach mal nach hier. Nein! Jetzt wurde er natürlich abgelenkt. Healing Circle auf uns, das ist ja schön. Spark Wave auf Rain, das ist weniger schön. Sie hat den Löffel abgegeben. So, dann wollen... Wow, was macht der denn da? Ey, nein! Guck die Sheena nicht an! Nein, lass die Sheena in Ruhe. Ja, okay. Eigentlich wollte ich ihn erstmal weglocken, aber dann soll Leute es machen. Ein Wasser des Lebens auf die Rain schmeißen. Und wie wir sehen, ist jedes einzelne Wasser des Lebens im Kampf gegen diesen starken Schwerttänzer wichtig. Wie kriegen wir den jetzt von Rain weg oder Rain von ihm? Können wir das der Rain einfach irgendwo sagen unter Strategie? Rain, freier Angriff. Ja, Rain ist eigentlich schon ziemlich weit hinten. Problem ist einfach nur, der Gegner ist auch ziemlich weit hinten. Ja, soll er eigentlich hier lieber näher an uns wieder rankommen? Oh, und Sheena ist im Kraftschub. Sheena ist im Kraftschub. Und dann wollen wir doch mal unseren neu gewonnenen Elementargeist Maxwell beschwören. Wo haben wir ihn denn? Summon Burst? Ist das Maxwell? Ja. Auf ihn. So, Sheena, mach. Wir halten ihn auf. Und Genus belebt seine große Schwester. Professor Rain einmal ganz rasch wieder. Ground Dächer, wir stehen mittendrin. Au. Dann wollen wir eventuellerweise direkt uns nochmal ein Citrus-Gel. Haben wir nicht, dann müssen wir uns mit einem Apfelgel begnügen. Und hier ist Maxwell. Und er beschwört auch einen Meteoritenregen. Und kein einziger hat getroffen, weil der hier so weit hinten rumdümpelt. Aber gut, 9000 hat er noch. Sollte machbar sein. Wollen wir hier das ein oder andere... Nee, das war... Wo war die Attacke denn drauf? Oder haben wir die gar nicht mehr? Das Psy-Tempest, ja. Haben wir gar kein popliges Demon-Fang mehr? Nee, habe ich alles rausgenommen? Naja, die einzigen Fernkampfattacken, die Lloyd hat, und ich nehme sie raus. Making sense. Aber gut, so stark sind die Attacken natürlich auch nicht und eigentlich halt weniger zu gebrauchen. Wir wollen ein Apfel. Ein Am Rande der Vernichtung befinden wir uns gerade alle. Wenn er jetzt alle auf einmal treffen würde, dann wäre hier auf jeden Fall, würde es dann zappenduster werden und das möchte ich eher weniger. Wollen wir uns hier erstmal um die Heilung kümmern. Ein Apfelgel für die Rain und das ist so doof, dass die beiden direkt nebeneinander stehen. Weil die Rain hat eine Death für den Hintern und wir stehen gerade alle auf dem gleichen Punkt und das ist natürlich bedingt scheiße. Bin Kleister-mäßig. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Wie hat er denn noch? Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Oh, wir sind alle kurz vorm Verrecken. Und die Rain bekommt es einfach nicht mehr gebacken, uns zu heilen, da sie direkt neben dem fiesen Stinker steht. So, der hat uns angesehen. Bedeutet, nein, wir haben keine TP mehr. Konnten nicht unser Guardian einsetzen. Gut, aber Rain konnte uns wenigstens wieder heilen. Wir, aber natürlich clever, direkt mal meinen Apfelgel hinterher. Und dann ab in den Nahkampf. Die letzten 5581 Lebenspunkte werden wir ihm auch noch entreißen. Uiuiuiui. Schon 15 Minuten sind wir gegen diesen imposanten Gegner am Kämpfen. Gegen die dritte Form des Schwerttänzers. Oh, ich dachte, der hätte gerade Meteor Storm eingesetzt. Aber es war Genus, nicht schlecht Genus. Ein Apfelgel auf die Sheena, damit die jetzt nicht den Löffel abgibt, weil er guckt Sheena schon so böse an. Und der Stinker hat Sheena angegriffen.
hat aber nur noch 139 Lebenspunkte und die werden wir ihm jetzt entreißen. 9800 Erfahrungspunkte, noch ein bisschen Bonus obendrauf, 30.000 Gold und minus 4,75 Grad, da ich gekämpft habe wie der letzte Hammel. Und Drain hat den Titel, sag niemals nie erhalten. Ich lebt wohl, ihr Krieger. Wir haben Kusanagi gefunden. Ist es vorbei? Ja, ich glaube nicht, dass es wieder auftauchen wird. Dann wäre das arme Gerippe also endlich gerettet? Gerettet? Es war bestimmt schmerzvoll, für das Gerippe aufzugeben, aber es ist bestimmt auch froh, dass es nun von seinem Leiden befreit ist. Leiden, darüber habe ich mir bisher nie Gedanken gemacht. Mit anderen Worten, auch dieses Monster hatte vielleicht Gründe, den Kampf zu suchen. Aber ich glaube, seine Sehnsucht hat sich endlich erfüllt. Auch wenn es eine Kreatur der Unterwelt war, so besaß es doch Intelligenz, genau wie wir. Es gab einen Grund für seine Existenz. Meine Vorurteile haben mir den Blick auf die offensichtlichen Dinge versperrt. Anscheinend muss ich noch viel lernen. Also kann man manchmal jemanden retten, indem man ihn einfach bekämpft und besiegt. Ich glaube, es war sehr zufrieden, da du dich für ihn so angestrengt hast. Du bist unglaublich, Colette. Dank dir wurde der Typ gerettet. Ja, hätte Colette uns dies nicht erklärt, wäre er für uns einfach nur ein weiteres besiegtes Monster geblieben. Ja, so kann man das auch sehen. In unseren Köpfen wurde er nun gerettet. Sehr schön. Wir haben auf jeden Fall Kusanagi erhalten. Eine der stärksten Waffen für Lloyd. Und dann wollen wir natürlich ausrüsten diese Waffe dem Lloyd. Ninja-Schwerter waren auch, ich glaube, die drittstärksten Waffen waren die Ninja-Schwerter. Kusanagi sind die zweitstärksten Waffen. Feuer und Eis waren, glaube ich, nur die fünft- oder viertstärksten Waffen. Kusanagi, eine Waffe der Götter des Ostens zur Bekämpfung von bösen Geistern. Ausgerüstet. Kann aber auch sein, dass das hier nur die drittstärksten Waffen waren und das, was wir eben haben, die viertstärksten Waffen für Lloyd und die zweitstärksten Waffen können wir noch irgendwo finden. Aber auf jeden Fall die stärkste Waffe, die es gibt, besitzen wir schon seit langem. Wir begeben uns erstmal wieder in die Lüfte, aber später mehr dazu. Was die stärkste Waffe denn sein wird, werde ich euch später noch erklären. Wir begeben uns erst einmal nicht nach Tetiala. So, da wollte ich das Ding mal nicht finden, da finde ich es auf Anhieb. Das ist natürlich ein Stück weit ärgerlich gerade. Wir wollen uns nochmal nach Luin begeben, dort dann erstmal den Part gemütlich ausklingen lassen. Und dann wollen wir die Stadt natürlich wieder aufbauen, bevor wir uns nach Tetiala zu Abyssion. Und dann wollen wir ihn von seinem Leiden natürlich auch noch befreien. So, hier erstmal bleiben wir noch ein wenig in der Luft, genießen die Musik, beziehungsweise ich beende an dieser Stelle den Part und genieße die Musik danach allein. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, gegen den imposanten Schwertkämpfer im Kampf mit dabei sein zu dürfen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao!